Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit begrüße ich Sie zu unserem Video Neues in Version 11.1. In diesem Video möchten wir Ihnen einige Details zur neuen Version mitteilen, kleinere Änderungen und Fehlerbehebungen. In diesem Video listen wir nicht alle Punkte auf, da möchten wir Sie bitten, das Neue in zu Rate zu ziehen, aber so markante Punkte wollen wir Ihnen hier zeigen. Ja, der erste markante Punkt, den wir Ihnen zeigen möchten, dreht sich um die IFC-Items. IFC-Items sind Informationen, die wir in den älteren Versionen in der Datenbank gepflegt haben, um beim wiederholten Export von IFCs globale IDs den Bauteil mitzugeben und auch uns zu merken, welche ID ein Bauteil hatte. Dieses Konzept haben wir etwas überarbeitet und deshalb passiert bei einem Projekt, was Sie aus einer älteren Version nehmen und dort die IFCs schon enthalten haben oder die IFC-Items, Folgendes: Wenn Sie hier auf rechte Maustaste Projekt, IFC, IFC Export gehen, dann bekommen Sie folgende Hinweismeldung: Es befinden sich 13 IFC-Items in dem Projekt. Die möchte jetzt die Nova konvertieren und dafür fragt die Nova Sie und gibt hier den Hinweis, dass diese Konvertierung gerade bei großen Projekten einen längeren Zeitrahmen beansprucht. Das ist die eine Möglichkeit, mit diesen IFC-Items umzugehen, die wir empfehlen, wenn Sie das Projekt in einem BIM-Workflow verwenden. Haben Sie ein Projekt aus einer älteren Version, wo Sie nur testweise eine IFC-Datei ausgeschrieben haben, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise. Unter Extras gibt es die Möglichkeit, IFC-Items zu entfernen. Auch hier wieder ein Hinweis. Es empfiehlt sich, eine Datensicherung zu machen, wenn man diese nicht hat. Wir empfehlen ja immer, dass Sie fortlaufend Datensicherung machen. Jetzt hier bei solch einer Konvertierung würden wir immer empfehlen, das zu machen. Das Löschen der IFC-Items führt dazu, dass Sie diese globalen UIDs an den IFC-Elementen verlieren. Das muss man wissen. Und es kann tatsächlich bei sehr großen Projekten eine längere Zeit in Anspruch nehmen, diese zu löschen. Wenn Sie die gelöscht haben, dann empfiehlt es sich auch immer, das Projekt noch einmal zu komprimieren, damit wir die Datenbankgröße dann auch wieder klein kriegen. Ja, das mit den IFC-Items ist nochmal sehr ausführlich in dem neuen In beschrieben und kann da auch nochmal Stück für Stück nachgelesen werden, auch mit ein paar Zusatzinformationen. Ja, dann schließe ich mal kurz hier dieses Projekt und gehe in ein weiteres Projekt, um Ihnen einige kleine Leistungen und Änderungen an der Nova vorzustellen, neben den größeren Punkten, die wir extra nochmal in den Videos aufgeführt haben. Und das erste, was ich Ihnen zeigen möchte, betrifft externe Referenzen. Dafür rufe ich mir mal eine Zeichnung, eine Beispielzeichnung hier auf. Sie haben in der Nova die Möglichkeit, normale Referenzen zu vergeben und alternativ dazu haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, externe Referenzen in eine Zeichnung einzubringen, einfach hier über Elemente externe Referenzen. Und Sie haben dann die Chance, jetzt neu bei der externen Referenz festzulegen, ob die beim Speichern unter DWG mit ausgegeben werden soll. Im Menü Extras finden Sie unter Optionen für den Datenaustausch eine Einstellungsmöglichkeit hier beim Export. Hier können Sie entscheiden, dass Referenzen bei der DWG mitgebunden werden sollen. Und Sie können dann eben jetzt hier an der einzelnen externen Referenz hier entscheiden, ob die mit exportiert werden soll. Sie sehen auch, hier ist nochmal ein Tooltip, dass dieses Binden nur dann erfolgt, wenn die entsprechende Option gesetzt ist. Alternativ zu der Einstellung hier direkt
können Sie auch über rechte Maustaste in der Zeichnung Referenzen gehen und hier haben Sie die externen Referenzen, die XRefs nochmal. Und Sie sehen auch hier ist dieses Exportieren angegeben und kann hier entsprechend umgestellt werden, ob es exportiert werden soll oder nicht exportiert werden soll. Ja, das ist die Änderung an den externen Referenzen. Dann haben wir für die Heizungssanitärnetze eine Korrektur vollzogen. Sie sehen hier eine Zeichnung und hier eine entsprechende Teilstrecke. Und bei solchen Teilstrecken gibt es die Möglichkeit, diese Länge in der Berechnung zu überschreiben. Und da hatten wir in der Vergangenheit ein Aktualisierungsproblem, das sich dann auswirkte, wenn Sie den neuen Import verwendet haben. Und Sie sehen, dass jetzt hier diese Teilstrecke, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, aus einer Vielzahl von Einzelelementen, Bögen und Rohren besteht. Und dieses Rohr hier, dieses Einzelstück Rohr, hat dann eine entsprechende Länge hier von 1,45 m. Ändere ich jetzt hier die Länge in der Berechnung, zum Beispiel auf 10 Meter, dann wird hier sofort diese Länge, die wir hier haben, vor mit 1,45 m aktualisiert und wird entsprechend abgeändert. Und genau an der Stelle gab es in der Vergangenheit hin und wieder Aktualisierungsprobleme, dass diese Längen sich erst aktualisiert haben, wenn man die Berechnung einmal verlassen hat und wieder neu aufgerufen hat. Das haben wir jetzt abgestellt. Ja, ein zweiter Punkt, der nur auf die Heizungsnetze zutrifft, bezieht sich auf unsere Heizungsventile. Und hier haben wir folgende Situation: An dem Heizkörper selber führen wir ja unter der Vorlaufarmatur normalerweise die Heizungsventile. Und hier gibt es unterschiedlich aufgesetzte Datensätze von den Herstellern. Es gibt Datensätze, wo die Regelabweichung für ein solches Ventil als einzelne Ventilreihe belegt wird. Es gibt allerdings auch Datensätze, wo innerhalb einer Ventilreihe mehrere Regelabweichungen zusammengefasst sind. Typischerweise ist das eine Regelabweichung von einem Kelvin oder von 2 Kelvin. Und Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, am Ventil eine entsprechende Voreinstellung zu machen. Ich möchte eine Regelabweichung von einem Kelvin. Oder ich gehe mal zum nächsten Heizkörper. Ich möchte eine Regelabweichung von 2 Kelvin. Dann lasse ich das Netz einmal durchrechnen. Dann sehen wir jetzt hier ein XP Soll, also eine Regelabweichung 1 Kelvin vorgegeben. Und der Istwert wird hier auch mit einem Kelvin dann angegeben und dazu passend der Einstellwert. Hier habe ich 2 Kelvin als XP Soll. Und auch diese Regelabweichung wird dann entsprechend erreicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Kelvin eingeben sollte, und diese sind im Programm nicht vorhanden, wird dann der nächstgelegene Wert, in diesem Fall 2 Kelvin, angegeben. In besonderen Situationen kann es sein, dass das Programm nicht in der Lage ist, die Regelabweichung zu erreichen, beziehungsweise das Ventil ist dazu nicht in der Lage, aufgrund der Daten vom Datensatz. Es würde Ihnen dann auch eine abweichende Regelabweichung angegeben. Ja, das war der Bereich der Regelabweichung im Heizungsnetz. Dann haben wir eine Kleinigkeit im Abwasserbereich und zwar haben wir hier die Eigenschaften von dem Regenwasserablauf und dieser Regenwasserablauf ist einer Regenlast zugeordnet. Diese Regenlasten werden auf dem Projekt definiert und hier kam es in der Vergangenheit auch zu der Problematik, wenn man in der Berechnung diese Regenlasten eingestellt hat, dass die nicht immer sauber an die Zeichnung zurückgeführt wurden. Das haben wir behoben. Ihre Regenlasten, egal ob in der Zeichnung oder in der Berechnung eingestellt, werden immer wieder sauber aktualisiert und zurückgeschrieben. Ja, dann ein weiterer Punkt aus dem Bereich Abwasser.
Hier gibt es eine Besonderheit, wenn Sie aus der schematischen Berechnung agieren oder aus der schematischen Darstellung eines Abwassernetzes agieren, haben Sie hier die Situation, ich stelle mal ganz kurz die Netze hier nochmal um, lassen wir einmal kurz phasen, dass das ein bisschen besser aussieht. So. Hier haben Sie die Situation, dass wir eine Fallleitung haben. Die Fallleitung läuft hier runter und von dieser Fallleitung bzw. von dieser Grundleitung aus geht jetzt hier nochmal ein einzelner Anschluss ab. Und hier hat die NOVA die Problematik, dass sie aufgrund der Netzstruktur, wie sie hier dargestellt ist, nicht eindeutig lokalisieren kann, ob dieses Leitungsstück als Grundleitung hier entlang läuft oder in die Fallleitung mündet. Das kann aus der Struktur selber nicht erfasst werden. Und wenn wir jetzt in die Berechnung hineingehen, dann führt das zu folgender besonderen Situation. Ich habe hier die Fallleitung und ich habe hier die entsprechende Anschlussleitung zu einem einzelnen Anschluss. Wenn Nova jetzt annimmt, dass diese Leitung noch ein Anschluss von der Fallleitung ist, dann wird die Fallleitung entsprechend dimensioniert. Das heißt, die Nennweite dieses Anschlusses hier wirkt sich mit aus in diese Fallleitung. In dem Fall kommt das zu einer 100er Fallleitung, obwohl da nur drei Waschbecken dranhängen. Deshalb kann man jetzt neu dieser Teilstrecke mitgeben unter den Vorgaben. Ist das ein Abzweig von Fallleitung oder ist das ein Grundleitungselement? Wenn das als Grundleitungselement angesehen wird, dann wirkt sich dieses Leitungsstück nicht auf die Fallleitung aus. Und wenn ich jetzt nochmal neu berechnen lasse, dann sehe ich, dass diese Fallleitung DN70 geworden ist. Da hängen ja auch nur drei Waschtische dran. Ja, das ist hier eine besondere Situation, über die manche Kunden aber gestolpert sind, dass eben hier dieser Anschluss als Element der Fallleitung interpretiert wurde und dann in diese entsprechende Dimensionierung der Fallleitung eingegriffen hat. Ja, und dann noch ein letzter Punkt, der betrifft unsere Raumliste, unser Modul Raumliste. Ich habe hier eine kleine Beispielzeichnung. Hier oben sind Abluftventile eingezeichnet, hier unten sind Zuluftventile eingezeichnet und diese Zuluftventile haben noch eine Bemerkung bekommen mit unterschiedlichen Material- oder Farbeigenschaften. Und in der Vergangenheit war es so, wenn ich jetzt mal hier die Raumliste öffne, jawohl, die Zeichnung Raumliste ist dem zugeordnet, dann habe ich folgende Situation. Ich habe hier schon mal eine Abfrage entsprechend aufbereitet, dass mir am einzelnen Raum meine Zu- und Abluftventile angegeben wurden, je nachdem. Jetzt habe ich hier zweimal Zuluft Edelstahl, zweimal Abluft, zweimal Zuluft Chrom, zweimal Abluft. Die Abluftventile sind nicht genauer definiert. Ich habe entsprechend technische Parameter hier wie den Volumenstrom und den Anschluss. Und der Wunsch der Kundschaft bestand, dass man jetzt vor allen Dingen hier für Betrachtungen auf der Geschossebene oder der Gebäudeebene entsprechende Summierungen bekommt. Dem sind wir gefolgt. Ich gehe mal in die Abfrage hinein und Sie sehen, dass die Abfragemöglichkeit hier identische Zeilen zusammenfassen und zählen hinzugekommen ist. Das bedeutet, wir vergleichen alle Elemente, die in einer solchen Liste vorhanden sind. Und in dem Moment, wo diese identisch sind, werden sie in einer Zeile zusammengefasst und es wird eine zusätzliche Spalte mit der Anzahl ausgewiesen. Ich aktiviere mal diese Möglichkeit und Sie sehen, dass jetzt hier meine Ventile entsprechend durchsortiert werden. Ich habe jetzt, kann also jetzt sofort erkennen, im Raum 1 habe ich zweimal Abluft, im Raum 2 habe ich zweimal Abluft. Ich kann am einzelnen Raum erkennen, hier zum Beispiel, jawohl,
Ich habe zweimal die Abluftventile, zweimal die Zuluftventile. Ich kann jetzt aber auch die Abfrage nochmal editieren und kann jetzt bei der Abfrage selber die Ortsinformationen nochmal herausnehmen und bestätige dieses. Jetzt würde ich zum Beispiel auf Geschossebene angegeben bekommen, jawohl, ich habe 5 Abluftventile, 2 Chrom, 2 Edelstahl und einen weißen Zuluftventil und kann mir so jetzt sehr schnell meine Informationen zusammenzählen lassen und so dann auch an Excel übergeben. Ja, eine schöne zusätzliche Funktionalität eben für die Raumliste. Ja, das waren schon die Punkte, die wir Ihnen hier nochmal kurz im Video zeigen wollten. In dem neuen Innen sind natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Kleinigkeiten aufgeführt. Da verweisen wir halt auf das neue Innen, was Sie sich herunterladen können. Und wir hoffen, dass Ihnen diese Punkte weiterhelfen und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.